Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Portal Knights. Ich bin der Onkel und wieder mit einem Status der Nero. Jo, servus. Und ja, weiter geht's hier. Ich will jetzt gerade mal diese tolle... Okay, ich leg mich erstmal mit diesen Rittern an hier. Ja. Außer Reichweite. Schießt der auf mich? Nee, das bist du. So. Ja, ich bin ganz böse. Ich wollte jetzt hier einfach mal diese blöde Tür wieder einsetzen. Weil irgendwie, ich brauche die nicht. Ja, hier waren wir, das ist leider bei Neros Aufnahme im ersten Part leider kaputt gewesen. Wir waren hier unten drin und da gab es eine Kiste und einen Gegner. Mhm. Dann haben wir uns diese Türe geholt, aber die setze ich jetzt wieder ein, weil das nervt mich, die rumzuschleppen und die geht sowieso langsam einzusetzen. So. Huch, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, genau, hier unten war eine schöne Schatzkammer drin. Für alle, die nochmal lesen wollen, alte Schatzkammer, die tapferen Abenteuer. Sehr schön. Und ich würde jetzt gerne erstmal nochmal Werkzeug nochmal reparieren und dann ab in die Mine, hä? Okay. Runde Bergbau. Ach, du kannst die Sachen auch reparieren? Du musst nicht immer neue herstellen? Ich bin fast der Meinung, dass man das reparieren kann. Ich weiß jetzt nur nicht, ob es mit diesem primitiven Werkzeug geht. Oh. Oder nur mit den guten, weißt du, später. Warum hat die Mine hier eine Tür? die hast du da hingestellt, oder? Ja. Das schleiche ich. Okay, jetzt bin ich mal kurz am Überlegen. Ich habe hier einen Schleifstein, der soll die Haltbarkeit angeblich wiederherstellen. Ja, funktioniert, sehr schön. Mit dem Schleifstein. Wie funktioniert das? Musst du auch an der Werkbank machen, oder? Genau, du stellst in der Werkbank den Schleifstein her. Ja, den habe ich ja schon. Genau, dann ziehst du diesen Schleifstein in dein Inventar unten rein. Wählst diesen Gegenstand aus, wo du repariert haben möchtest, und drückst dann den Button, wo der Schleifstein hinterlegt ist. Mhm. Funktioniert mit allen Waffen, so wie es aussieht. Sehr schön. Gucken wir mal, ob wir hier noch was finden. In dieser Mine. So, sehr schön. Cool. Warum nicht jedes Mal die Sachen wegschmeißen? Ach, du bist schon in der Mine drin? Ja, ja. Du bist ja ein Hengst. Aber ich finde zurzeit nur Erdblöcke. Ich denke mal, an den anderen Portalen finden wir dann auch noch mehr. Denke ich mal. Bestimmt. Ja, also hier drin ist nichts weiter als Erdblöcke. Vielleicht müssen wir tiefer. Ich würde sagen, machen wir mal so treppenartig nach unten. Mhm. Hörst du irgendwie komisch rechts von mir Schleim? Ich möchte jetzt kurz was gucken. Und zwar haben wir doch hier dieses Loch vor uns gesehen. Mhm. Wo war das? Wo ist der Loch hin? Unser Loch. Kann doch gar nicht so weit weg sein. Nee, Löcher waren überall eigentlich, also. Geh doch mal kurz in die Breite. Muss doch irgendwo irgendwas geben hier, außer Erde. Da kann ein ich Königreich für Dynamit, hey.
Also ich habe jetzt den Schleifstein ausgewählt. Aha. Ja, genau, du wählst erst das Werkzeug aus, was repariert werden soll. Ach so, alles klar, hab's begriffen. Sau cool. So, ich werde jetzt mal hier mich jetzt mal getrauen. Oh, das geht ja ganz runter. Ganz, ach doch, warte mal. Da unten ist sogar ein Lagerfeuer gebaut. Ich glaube, ich werde mal da runter gucken. Ich komme mit. Bisschen vorsichtig machen. Bing, bing, bing. Oh, guck mal, so richtig mit Schatten und so, das ist richtig cool. Lalalalalala. Okay, Risiko. Oh, also Alter. Oh, das scheint so weiter. Oh, geil. Aber tödlich. Wow. Au. Wow, sehr cool. Oh, ich kann das nicht mehr einsammeln, oder? Kann ich das, warum kann ich das nicht einsammeln? Bin ich voll? Nö, bin ich nicht. Wow. Sieht ja richtig gefährlich aus hier. Ja, ist es auch, weil hier sind auch diese Schießdinger. Nein. Okay, hier geht's auch nochmal weiter. Wow. Ich sehe überhaupt nichts. Hier ist eine Steinmauer. Da ist auch was. Wie kommen wir da rüber? Da müssen wir uns was hinbauen. B. Ich drücke immer die falsche Taste. Das geht mir auch total auf die Nerven. Oh, ich habe hier einen Hohlraum gefunden, Onkel. Und zwar die Burg. Wo wir vorhin drin waren. Unten in die Schatzkammer habe ich hier gerade. Okay. Ja, wir sind hier wieder sehr schön. Ich probiere jetzt erstmal hier rüber zu kommen. Ja. Aber wie machen wir das? Ach, guck mal, ich kann das so machen. Okay, das ist natürlich auch interessant. So, ich will auf jeden Fall mal hier. Ja, noch mehr. Komm, geh kaputt. Schön, wir brauchen Licht da unten. Schön. Komm, einen nehme ich noch mit. Mann, was mache ich denn? So. So. Spielen wir mal eine Runde. Es werde Licht hier. So, okay. Einen stellen wir mal am Eingang hin. Ich Angst haben. Sind. So, bin aber drüben. Ich nicht verstehen können, warum. Warum sind denn das hier für blaue Steine? Das verstehe ich nicht. So blaue und rote. Kann das vielleicht sein, dass irgendwie Mana ein intelligent Balken ist? Das kann sein, genau. Aber die nützen mir ja nichts, weil ich brauche ja Kraft. Bin ja Krieger. Krieger-Onkel. Oh, da drüben ist ja noch was. Oh, was ist das denn? Wie komme ich denn da wieder rüber? Kann ich denn so weit rüber bauen? Ja, geht. Ich hab Angst. Siehst du mich eigentlich? Bist du eigentlich hier in der Nähe? Ja, ich bin direkt bei dir. Ja, genau, davor hatte ich auch gerade Angst. Oh, was ist denn das? So. Oh, ist wieder eine Kiste. Ja, auch kleiner Schüsser. Oh, 150 XP. Portalsteinfragment. Mana-Trank. Das ist dann wahrscheinlich. Ich weiß nicht, macht dann Noxie einen auf. Weißt du das? Ich habe keine Ahnung. Das werden wir. Obwohl, wir haben ja auch Mana, einen Mana-Streifen, sehe ich gerade. Machst du? Mach ich. Dass wir ein bisschen sicherer laufen können hier. Ist doch eh weg jetzt drüben. Bau aber gerne. Okay. Jo, also hier gibt's nichts mehr weiter zu sehen. Was haben wir denn hier? Nix. Der Tod. Dude. Tod. Von Mario.
Jump'n'Run-Spiel hier war, vom Allerfeinsten. So, wo hast du jetzt gesagt, dass du den Durchgang... Ach, da. Okay. Das ist natürlich traumhaft, da können wir dann einfach da reingehen und... Ja. Ich hoffe eigentlich, dass wir hier mal Kupfer finden oder irgendwie sowas, aber... Ich glaube, wir müssen dazu in die anderen Portale. Ich denke nochmal, da führt kein Weg drum rum, da bald reinzugehen. In das Portal. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir, dass wir unsere Ausrüstung noch fertig kriegen. Ja, die ist ja fertig. Wenn das so ja gut, ich hab noch nicht alle Klamotten. Ah, warte mal, ich würde gerne noch... kann man hier Kisten craften? Ja, können wir. Dafür brauchen wir Kupfer. Okay. Verstehst du, wie du fühlst, wie ich denke? Jetzt ja. Hockerzahn. Ja. Ein Bett. Soll ich dir was bauen von deinem Zeug? Was hast denn du noch nicht? Was hab ich noch nicht, Onkel? Also ich kann die Handschuhe bauen und die Kappe. Beine und Ring. Okay, das hab ich natürlich wieder nicht. Ich hoffe, dass unsere Baumwolle bald soweit ist. So, die Beine sind drin. In der Crafting. Oh, sehr schön. Ding. Du bist ja super. Ah, hier kann man dann die Steinziegelblöcke machen. Man kann hier wieder Portalsteine machen. Die mache ich auch gleich mal. Sehr schön. Schleifstein mache ich gleich mal noch welche. Einen, besser gesagt. So, was haben wir hier? Wir können Werkbank 2 aufrüsten mit Kupfererz. Ah ja. Schmelztiegel kann man hier auch aufleveln. Mhm. Warte mal. Kriegst du denn hier... Ach, hier kriegst du auch bloß Holzstab und so hin. So, sehr schön. Auf jeden Fall, bevor ich das Portal... Bevor wir in das Portal gehen... Mhm. Werde ich erstmal. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Werde ich erstmal mein Schwert bauen? Ich würde gerne meine Sachen hier lassen, ehrlich gesagt. Ich weiß, was du meinst. Das ist aber schön. So, wollen wir das Portal in diesem Part noch betreten, oder? Ich würde sagen, wir haben jetzt noch locker 7 Minuten. Da geht noch was. Okay. Dann warte ich hier am Portal auf dich. Bin schon hinter dir. Achso. Dann würde ich sagen, betreten wir das Portal. Staubige Berge in 4, 3, 2, 1. Bobom. Und wir portalieren uns nach die staubigen Berge tun. 3, 4, 6, 8, 12. Stufe 2 staubige Berge. Oh, wir haben hier Kakteen gleich. Oh, da muss ich gleich wieder abbauen. Oh, da hinten gibt es irgendwelche anderen Gegner. Okay. Ich glaube aber, betreten wir einmal Portal, sind wir durch. Dann geht's nicht mehr. Dann kommen wir nicht mehr zurück. Ach, schade. Oh, Quarz habe ich gefunden. Oder wir können vielleicht... Könnten wir denn... Ach doch, wir kommen wieder zurück, Onkel. Wir kommen zurück. Drück mal M. Ah, okay. Wir können dann einfach per M dahin reisen. Ah, okay. Das ist ja cool. Also gut, dann wissen wir auch, wie das funktioniert. Wow. Ach, hier ist auch das nächste Portal. Ah, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Soll ich da denn schon welche einsetzen von Portalsteinen? Ja klar, ne? 6 Stück habe ich. Wow. Ich werde von der Steine in der Schildkröte verfolgt. Ja, das kennen wir doch irgendwoher.
Das Lustige ist, dass das Portal jetzt auch schon wieder hergestellt ist. Also wir könnten jetzt hier auch schon wieder durchgehen. Du bist viel zu schnell, Onkel. Ja, ich hab das Zeug halt einstecken gehabt. Ich hab da drüben auf jeden Fall Quarz gesehen. Das will ich noch abbauen. Oh, hier sind irgendwelche Ogre oder irgendwie oder so Viecher. Ja, das sind die Goblins. Gegner sind echt um einiges stärker als schon. Oh, ich bin tot. Okay. Was? Onkel tot? Nein. Onkel tot. Wow. Ja, dadurch, dass ich jetzt das Portal geöffnet habe, habe ich jetzt natürlich diese Feuerdinger freigesetzt. Warte mal, wie war das vorne? Wir warten nachher immer mit dem Portal, bis wir soweit sind. Stimmt, das habe ich gesagt. Ne? Egal. Was haben wir denn hier? Oh, hier gibt's eine Höhle. Hier brennt Licht. Okay. Stromquarz ist das alles. Also ich glaube, wir haben dann... Was denn du, die Hülle? Ich glaube auch fest dran, dass wir dann irgendwie was mit Strom und so basteln können. Weil diese Stromsteine, das ist schon... Oh, okay. Ah, okay, man hätte auch einfach den Eingang nehmen können. Hey, das wäre zu einfach gewesen, ja. Was? Bombengucker? Oh! Oh, Sand! Sand! Für Glas vielleicht nachher, ja? Ja. Oh, was ist das? Kupfererz, Schleifstein, schwacher Heiltrank. Kupfererz? Oh, das ist doch das, was wir suchen. Das sind alles Erdblöcke. Hier, was ist mit diesen... Gibt es was anderes? Nee. Ich höre hier aber die ganze Zeit irgendwas... Irgendwie, als wäre hier irgendwas. Es könnte aber auch das Portal sein über uns. Das ergibt Sinn. Okay, mach du mal weiter in der Höhle. Ich guck mal rum noch. Alles klar. Dass wir jetzt hier nachts sind, das gefällt mir natürlich nicht. Dein Leben ist voll, ja? Waffe bereit? Jein. Lebensversicherung hast du abgeschlossen? Jein. Bin schon wieder tot. Boah, leck mich die Sack. Das geht ja fix. Ich würde sagen, wir jumpen doch lieber, glaube ich, zu zweit hier rum, hä? Ich muss bloß die 7 schneller drücken. Die 7? Was ist bei dir die 7? Heiltrank. Ah. Warum kriege ich denn immer einen Toten? Warum kriege ich denn immer einen Toten? Warum bin ich denn immer tot? Ach, weil ich ja schon hier aufwache mit wenig Energie. Ich krieg gar keine volle Energie und ich ja. Oh, Stufe 3 geworden? Ja. Du auch? Ja. Was können wir? Talentpunkte. Okay, wow, was haben wir hier? Kupfererz. Hier, das ist Kupfererz. Mhm. Wie sieht das aus? Und zwar hast du an den Bergen wie so kleine, ja, wie soll ich sagen, orange Diamanten dran. Ah, okay. So wie beim Quarz hier, auch. Hier, oder? Ist das... Nee. Doch nicht. Ja, wie kann ich das jetzt erklären, wenn wir uns nicht sieht, ne? Da, hier unten, dort. Siehst du die Steine hier? Moment, ich kämpfe gerade. Autsch. Okay, ich geh mal schnell mein Inventar. Oh, ich krieg wieder Stärke, Geschwindigkeit. Ah, das ist Kupfererz hier. Genau. Sehr schön. Wunderbar. Und hier haben wir Quarz gefunden. Hier scheint noch ein bisschen mehr zu sein.
kann man wahrscheinlich jetzt weiter zur Kiste craften. Aua, aua! Mann! Onkel tot? Mhm. Warum du machen sowas? Weil Onkel. Kann ich den jetzt eigentlich. Oh, cool. Cool? Kann cool. ich denn jetzt eigentlich die Portale ohne dich weiter. Also kann ich wieder zurückreisen? Ohne dich mitzunehmen? Um Sachen jetzt. Aua, ach du warst das. Theoretisch müsste das funktionieren. Wir sind da, glaube ich, unabhängig, was das angeht. I hope so. Weil dann könnte man nämlich. Da könnte ich schon mal. Könnte man schon mal da wieder was bauen und da wieder, weißt du, ein bisschen. Wenn wir alle in dem Ding feststecken. War ja auch blöd. So, ich nehme die Energiesteine hier mit. Den Stromquarz, so war das. Alles klar. Wer weiß, für was der noch gut sein wird. Das weiß man nicht, genau. Das auf jeden Fall. Ah, geil. Also, was mich jetzt hier interessiert, ist wieder hier. Ja. Es ist schon wieder so weit. Ach, das gibt's doch gar nicht. Das ist doch verrückt, oder? Ist mir ehrlich. Tja, liebe Leute. Die 20 Minuten sind sie wieder rum. Wann kriege ich denn. Ja. Oh, jetzt ist er weg. Also hier drin ist nichts. Ruinensteinblock. Oh. Oh, 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 oh. Gegen die komme ich nicht an. Okay, wir gehen zusammen auf den. Machen wir. So, das hinüber. Ah, mit der Steuerung habe ich da ein bisschen meine Schwierigkeiten. Was ist jetzt los? Achso. Ach Mann, ich hätte mal einen Trank nehmen sollen, ich Vollidiot. Ja. Aber es ist ein Tod. Ja, alles cool. Also, liebe Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Schaut unbedingt beim Nero vorbei, der natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und natürlich auch beim Noxy, der bald dabei sein wird. Und ja, würde ich sagen, bis dahin. Ciao. Ciao, ciao.